Caramba! Ja, gehen wir dann in die Spiele des Jahres. Wer fühlt sich berufen? Genau, und ich sag ein Disclaimer vorneweg, es haben natürlich hier nicht alle Veteranen alle Spiele gespielt, also dann braucht das jetzt nicht jeder einzeln erklären. Ich glaube, den besten Überblick hat noch der Jörg, dessen Liste wir dann noch verlesen, aber ich glaube, mir geht's ähnlich wie den Kollegen jetzt hier in der Runde, dass es eine Reihe von leckeren Spielen gibt, für die wir einfach nicht die Zeit hatten oder sonstige Gründe. Also wenn wir jetzt der Reihe nach sagen, was es unser persönliches Spiel des Jahres, dann natürlich mit der Einschränkung, dass die Vorauswahl darauf beschränkt war, was wir auch wirklich gespielt haben, logischerweise. Ne? Also ich versuche mich kurz und knackig zu halten oder sowas. Disc klassisch Xbox, also der Datenträger, Forza Horizon, super Rennspiel, Heidenspaß, die Story drumherum ist wieder plump und so weiter, aber technisch schön. Dann gibt's noch dieses schöne Lenkrad, die ein paar Kinect-Features sind drin, die man nicht unbedingt braucht, aber ganz nett sind. Halt technisch so das Ende der Fahnenstange für die Xbox, man merkt schon, wie sie ächzt und stöhnt. Aber das hat mir nochmal richtig Spaß gemacht, muss ich mal ehrlich sagen. Ansonsten eine Reihe von bei Xbox gerade wenig auf Disc, viel Xbox Live Arcade, Sachen, die wir ja alle schon erwähnt haben im Podcast. Ich sag nochmal Mark of the Ninja, dieses 2D-Stealth-Action-Schleichding, das wirklich super schön geworden ist. Und Fez, das ich immer noch mit einer großen Hassliebe verbinde, weil es hat diesen völlig unlesbaren Mini-Pixel-Font und das macht mich fertig, weil die Texte sind eigentlich gut in dem Spiel und man wird sie gerne lesen und das ist wirklich die Beleidigung für den Spieler. Aber der Rest vom Spiel ist gut, also die Mechanik mit dem Drehen einer eigentlich dreidimensionalen Welt, eine zweidimensionale Ebene und dadurch verschieben sich die Plattformen und so, hat wirklich Spaß gemacht. Jahrelanger Shanghai-Spieler, der ich bin, mit den allerersten Versionen, Hallo Toni, zwei Mäuse an einem Amiga. Die jüngste Shanghai-Sucht ist tatsächlich ein Spiel auf Windows 8, nicht beißen. Taptiles heißt das. Das gab's auch als Mahjong Dimensions schon in verschiedenen Varianten. Das ist so eine Art 3D-Shanghai, wo man Steinpaare wegziehen muss. Das Interessante an dem Taptiles ist, es gibt so diese Daily Challenges, wo also jeden Tag neue Aufgaben auf einen warten. Und wenn man genug Aufgaben gelöst hat, gibt es Punkte und so weiter. Und dadurch, dass es halt auch alles so 2-3 Minuten Sachen sind, kann man das aber eben zwischendurch reinschieben und diese Dinge machen. Sie haben viel mit Online-Scoring, Bestenlisten und so weiter. Das ist also auch dann Vorzeigetitel, was unter Xbox Live und der Windows theoretisch alles gehen würde. Aber es ist halt einfach auch technisch gut gemacht und es funktioniert halt sowohl auf dem Touchscreen-PC wie auch auf dem PC mit Maus und Tastatur. Und es ist umsonst. Dafür muss man ab und zu Werbung ertragen, die wirklich scheußlich ist. Aber das Retro-Tipp des Jahres, wenn es noch keiner ausprobiert hat, das Vectrex für den iPad. Die Vectrex, diese alte Vektor-Grafik-Only-Konsole, gibt's jetzt in einer sehr sauber emulierten Variante für ein iPad und der immer wieder herausgeschobene Testbericht für das iCade macht jetzt endlich Sinn, weil wenn man so ein iCade hat, so ein Arcade-Gehäuse für sein iPad und dann diesen Vectrex-Emulator darauf laufen lässt, dann hat man ein verflucht nah am Originalgerät Spielgefühl. Die Spiele sind jetzt alle teilweise nicht so großartig gealtert, merkt man dann doch. Aber Mindstorm ist weiterhin ein Substeroids-Klon mit einigen interessanten Features. Und wie gesagt, wenn man da alle Spiele kauft, die jemals für das Ding erschienen sind, inklusive einiger Neu-Indie-Entwicklungen, legt man auch irgendwie 8-9 Euro auf den Tisch. Das sollte einem der Spaß wert sein. Aber jetzt mal ehrlich, neben Mindstorm, Boris, gibt es noch ein anderes Vectrex-Spiel, das heute noch Spaß macht? Also Mindstorm stimme ich dir zu, das kann man heute noch sehr gut spielen. Solar Quest. Solar Quest, okay. Zum Beispiel. Es gibt eine Handvoll, die mindestens mal für 10, 15 Minuten Spaß machen und wo die Spielmechanik auch ganz, ganz brauchbar war. Und es gibt natürlich auch viel, viel Schrott. Also, Trommelwirbel jetzt bitte denken. Und hier sind Jörg Langers 10 Spiele des Jahres 2012. Auf Rang 10 Hitman Absolution. Auf Position 9 Guild Wars 2. Auf Rang 8 Diablo 3. Auf Nummer 7 Spec Ops The Line. Auf Platz 6 Mass Effect 3. Auf Rang 5
Far Cry 3 auf Position 4 Dishonored, auf Rang Nummer 3 Final Fantasy 13-2, ich komme mal vor wie bei der Ziehung der Lottozahlen, auf Platz 2 Assassin's Creed 3 und die Nummer 1 Jörg Langers Spiel des Jahres 2012 lautet XCOM Enemy Unknown und als Zusatzzahl verlese ich noch seinen Geheimtipp außer Konkurrenz, das Oldschool-Rollenspiel Averdon, A-V-A-D-O-N, Averdon the Black Fortress und da betont er die iPad-Fassung, hat ihm viel Freude gemacht. Das waren Jörg Langers Spiele des Jahres, Beschwerden sind zwecklos, er ist gerade eh nicht in der Leitung. Heinrich, wo wir gerade dabei sind, was hast du gespielt? Oh, ach so, also mache ich jetzt doch keine Pause. Na ja, gut, dann kann ich ja gleich schnell. Wobei, also es wird auch relativ kompakt, weil ich habe jetzt das jetzt nicht so ausführlich wie die Kollegen, die jetzt vor mir ihre Listen vorgetragen haben. Ich habe halt zum einen ja schon festgestellt, einige Sachen nicht gespielt, zum Beispiel XCOM Dishonored, das ist noch auf der Liste. Und zum anderen ist es mir dieses Jahr relativ schwer gefallen, einen Titel rauszupicken. Ich glaube, letztes Jahr war es für mich und auch viele andere einfach, weil das war noch Skyrim, ne? Skyrim war 2011. Ja. Genau. Und also es war irgendwie, ja, Skyrim. Bumm. Dieses Jahr eine Menge wirklich guter, sehr guter Spiele, aber nicht dieses eine Ding, das so eindeutig rausragt. Und ich nenne jetzt mal die Titel, die bei mir in der engeren Wahl sind und waren. Das sind Guild Wars 2, das ist dann das Walking Dead Adventure von Telltale. Das wird, glaube ich, nachher noch von einem Kollegen erwähnt, also sage ich nicht viel dazu. Borderlands 2 hat Spaß gemacht. Diablo 3 und Torchlight 2 fand ich so etwa gleich gut. Letztendlich aber würde ich als Spiel des Jahres folgenden Titel nennen, der auch, glaube ich, mehr Spiel des Jahres Preise anderweitig hätte gewinnen können, wenn er nicht so spät erschienen wäre, so nach Redaktionsschluss. Und zwar ist das Far Cry 3. Mobil, Smartphone, Tablet Spiele, da möchte ich nur drei Stück nennen. Das ist zum einen Dungeon Town von Kairosoft, was also ein sehr putziger Rollenspiel-Siedlungsaufbau-Manager ist, der einfach Spaß macht. Holen, keine Frage. Dann gab es dann noch so ein Spiel, das so ein bisschen die Free-Match-Mechanik von Bejeweled aufgreift und das auch mit ein bisschen Rollenspiel-Zuckerguss und charmanter, karger Retro-Grafik anrührt. Das Spiel nennt sich also es ist eine 1 mit vielen Nullen, also 10 Millionen als Zahl geschrieben, ja, also ja, 1, ja, 0, ja, 0, 0, ja. 0, 0. Großartig. Und das Letzte, das habe ich jetzt erst entdeckt, das gibt's schon ein bisschen länger, gibt es also auch für Android, gibt es für iOS, gibt es, glaube ich, auch als PC-Online-Spiel. Das nennt sich New Star Soccer, also wie New Star wie neuer Stern. Und für all die Zuhörer, die sich noch daran erinnern, wie viel Spaß die frühen Fußballmanager machten, so später 80er, frühe 90er Jahre, die allerersten zwei Bundesliga-Manager, bevor das alles kompliziert wurde, die werden das lieben. Es hat wirklich diesen nur noch einen Spieltag-Charme und es hat Elemente von einem anderen obskuren 80er-Jahre-Spiel, nämlich Footballer of the Year. Du bist also jetzt nicht der Trainer, du bist selber ein Spieler und machst Karriere. Und bei den Spielzusammenfassungen gibt es so kleine Geschicklichkeit-Tests. Und ich will das jetzt nicht noch stundenlang erzählen, weil die ersten Kollegen hier schon einschlafen. Aber wer so diese Oldschool-Fußballmanager-Sachen in guter Erinnerung hat, das soll man nach New Star Soccer Ausschau halten. Die Grafik sieht zum Wegschmeißen aus, das hat ein Typ alles alleine gemacht, aber spielerisch hat es genau diese Suchtmischung, die uns damals schon bewegt hat. So, das richtige Spiel des Jahres, knifflig, also ich habe ja eigentlich die erste Hälfte des Jahres fast nur mit Zombies verbracht. Wobei Walking Dead sicherlich also das Interessanteste war und ja vielleicht das, was der Resident Evil werden müssen. Und die zweite Hälfte des Jahres dann nur noch geballert. Zuletzt dann eben mit Black Ops 2 und da langt es dann auch langsam wieder. Das ist wahrscheinlich wirklich das schwächste Call of Duty.
Und so ein richtig sensationelles Spiel. Ich meine, ich stehe ja auf japanische Spiele. Und da gab es nun wirklich nicht viele große Titel. Ni no Kuni habe ich mir zu Ende des Jahres noch geholt. Das ist ein PlayStation 3 exklusives Spiel. Gibt es momentan nur in Japan. Ist genau vor einem Jahr erschienen und kommt aber in Deutschland in recht genau einem Monat. Ende Januar bringt es, glaube ich, Bandai Namco in Deutschland. Und Ni no Kuni ist deshalb sehr interessant gewesen. Wollte ich unbedingt haben. Also ich habe es mir als Japan-Import geholt, weil es eine Kooperation ist zwischen Level 5, sehr guter japanischer Entwickler, hier in Deutschland bekannt durch die Professor Layton-Spiele, und dem Studio Ghibli. Und das ist ja für viele das beste Zeichentrickstudio der Welt, das Studio von Miyazaki. Sagt euch was, Studio Ghibli, denke ich? Ja, toll. Genau, und das fand ich sehr interessant. Nicht, dass die ein Spiel co-produziert haben, sondern eben auch, dass es eine PlayStation 3 exklusive Entwicklung ist, Level 5 der Entwickler. Ganz checken tue ich es natürlich nicht, weil ich es auf Japanisch spiele, also zur Story kann ich nicht viel sagen, aber es ist natürlich schon hoch faszinierend, wie typische Studio Ghibli-Ästhetik technisch sehr gut umgesetzt ist auf der PlayStation 3. Ganz edel aufgemachtes klassisches Rollenspiel, also klassisches Fantasy-Rollenspiel mit vielen, ja, so quasi modernen Ideen natürlich. Ein bisschen Pokémon ist drin, ein bisschen Harry Potter. Die Japan-Version ist, hat sich auf jeden Fall gelohnt, die zu importieren, kommt mit einem fetten Buch. Und das ist wirklich eines der besten Manuals, die ich wahrscheinlich in den letzten 20, 30 Jahren in der Hand gehabt habe. Das ist also ein Buch, das wirklich gebunden ist, also kein Paperback, 300 Seiten in einem so Pseudo-Leder-Einband mit Goldkanten. Sieht also richtig alt aus, wie ein Buch von, sagen wir, von 1800. Zum einen ist das das Zauberbuch natürlich, das die Hauptfigur von Ni no Kuni benutzt. Zum anderen ist es natürlich ein Atlas der Welt, ein Bestiarium. Also alle Monster sind aufgeführt und das alles auf teuerstem Papier mit Stichen. Also sieht alles sehr mittelalterlich aus. Brillante Aufmachung. Und finde ich, sowas braucht es natürlich nicht bei jedem Genre. Beim Sportspiel braucht es sowas nicht. Aber bei einem Fantasy-Rollenspiel ist es schon cool, sowas mitgeliefert zu bekommen. Und ich bin gespannt, was Namco in Europa macht. Ob die es schaffen, dieses 300 Seiten Zauberbuch, das ich jetzt gerade in der Hand halte und durchblättere, ob die das wirklich auch in der Aufmachung mit der Papier- und Druckqualität in Deutschland bringen. Ist kein 2000er-Spiel, kam Ende 2011 in Japan und kommt eben in Deutschland erst Januar 2013. Ist aber das, was ich momentan sehe. Und seit langem eben auch das erste wieder abseits von den ganzen Ballerspielen, mit denen ich im Herbst verbracht habe. Dann leg ich mal los. Ich habe so ein bisschen aufgegliedert wie ein altes Spiele-Sonderheft, nämlich nach Genres. Das erste, was mir, also ich habe nicht alle Genres natürlich gespielt, aber ich habe relativ viele Shooter, wie wir, glaube ich, alle in dem Jahr, weil das einfach immer noch das beherrschende Genre überhaupt ist. Black Ops, Max Payne, Halo, Assassin's Creed, Zombie U, das spielte sich alles sehr gleich. Es ist genau wie du gesagt hast, Heinrich, man geht irgendwie in den Kinofilm. Man weiß, dass man was Tolles um die Ohren bekommt und was Tolles irgendwie zu sehen. Und es ist ein bisschen wie Fast Food, wie ganz toll aufgemacht ist. Ich habe so das Gefühl, das Genre ist zwar noch da, aber es ist definitiv am Absterben. Grafisch kannst du gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen, aber was jetzt dringend da nochmal reingehört, sind neue spielerische Elemente und vor allem auch einfach eine wasserdichte und eine gute Story. Da ist mir dann noch aufgefallen, dass Black Ops The Line als positiv. Dann, sagen wir mal, auch noch rausgefallen tut hier Dishonored, weil es einfach sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse bei mir befriedigt. Ich mag diese Stealth-Spiele, wo ein bisschen das offen, auch mit einer Open World ist. Und ich fand den Grafikstil einfach extrem gut. Dann bei den Jump'n'Runs, was ich echt relativ lange und erstaunlich oft gespielt habe, ist das New Super Mario Bros. 2. Das ist so ein Ding, das liegt immer rum und dann kommt irgendwann mal eine Stunde, wo du dann Zeit hast und dann sammelst du nochmal 30.000 Münzen ein. Und es macht echt richtig Spaß.